Immer wieder werde ich in der Ordination gefragt, wieso die Behandlung bei einem Endodontologen keine Kassenleistung ist. Ich sage dann immer, vergessen Sie bitte nicht, dass die Kassen, das sind Sie und ich, das sind die Angestellten, das sind wir. Die Kassen sind keine eigene Institution, das ist unser Geld. Wenn Sie heute einen Unfall, zum Beispiel mit dem Rad, irgendwo in Tirol auf einer Alm haben, und sich einen offenen Schenkelhalsbruch zuziehen, dann sind Sie innerhalb von einer halben Stunde mit dem Hubschrauber auf einem OP-Tisch. Das leisten unsere Kassen. Solch ein Unfall in einem östlichen Nachbarland kann sehr schnell zu einem Überlebenskampf werden. Das sollte nie vergessen werden. Heutzutage hat jeder die Möglichkeit, sich im Internet über Wurzelbehandlung und deren Behandlungsziele genauestens zu informieren. Und so kann jeder selber entscheiden, welche Behandlung er im Endeffekt will. Eine Kassenwurzelbehandlung ist an sich nicht schlecht und so können sicherlich einfache Frontzähne mit einer Kassenwurzelbehandlung sehr gut versorgt werden. Bei einer komplizierten Wurzelkanalanatomie und bei Seitzähnen ist es manchmal besser, einen Endodontologen aufzusuchen. Am besten, Sie beraten das mit Ihrem Zahnarzt. Der kann Ihnen diesbezüglich am besten Informationen geben.